Mir war sofort klar, das auf jeden Fall zu machen. Der einzige Gedanke war, meinem Patienten schnellstmöglich zu helfen. Hi, ich bin Sven und das ist meine Story. Ich bin an dem Tag nach Hause gefahren und als ich dann durch die Tür gekommen bin, habe ich direkt meiner Frau gesagt, ja, morgen kommt ein großes Paket von der DKMS und dann muss ich sofort zum Arzt. Und dann kann es sein, dass ich der Ausgewählte bin, der halt einem Menschen wahrscheinlich das Leben rettet. Ich bin Familienvater von zwei Söhnen und habe eine tolle Frau, mit der ich hier in Duisburg lebe. Wenn ich nicht Papa und Ehemann bin, bin ich hauptsächlich in Duisburg auf den Straßen und Wäldern unterwegs. Sprich, ich mache Triathlon und ja, war als Highlight im Oktober beim Ironman auf Hawaii dabei und hatte dort somit die beste Zeit meines Lebens. Eine Freundin von mir oder Bekanntin von mir, die ich aus Jugendzeiten kenne, die ist an Leukämie erkrankt. Und ja, da war es eigentlich keine Frage für mich, mich auch registrieren zu lassen. Und ja, da habe ich mich registriert und über so ein Set, was zugeschickt wird und was man wieder zurücksendet. Ich weiß nur noch, das ist so ein kleines, flaches Paket, wie heutzutage die Leute von Amazon gefühlt einmal die Woche aufmachen. Das macht man auf, da ist dann so eine Röhre, die so aussieht wie beim Blutspenden. Da ist ein Stäbchen drin und man muss sich einmal nur durch die Wange gehen, steckt es wieder rein und schickt es zurück. Ich meine, man musste noch ein Formular ausfüllen mit seinen Kontaktdaten und das war der ganze Registrierungsvorgang dann. Zwischen meiner Registrierung und der Spende waren dann circa 8 bis 9 Jahre, bis ich dann die E-Mail bekommen habe. An dem Tag, als die DKMS mich kontaktiert hat, saß ich im Büro und wir hatten dort gerade selber eine Registrierungsaktion mit der DKMS ins Leben gerufen. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, es wäre halt beruflich und habe dann eigentlich so im Nachgang nochmal so überlegt, da stand jetzt aber für Sven Wies und bitte Kontakt und habe dann nochmal genau alles direkt gelesen und war dann ja, sehr überrascht, dass das halt wirklich so ein Zufall war, dass man während der Registrierungsaktion, die man halt vor 1 oder 2 Wochen gerade angefangen hatte, genau dieser Moment war, wo man dann ja, als Spender in Frage kommt. Als das Paket dann angekommen ist, bin ich direkt zum Hausarzt und ja, da wurde dann nochmal Blut abgenommen, um die Bestimmungen durchzuführen, ob man wirklich der Spender oder alles zusammenpasst. Und ja, als dann die Nachricht kam, ich bin wirklich der Spender, hat die DKMS dann nochmal Kontakt zu mir aufgenommen, um einen Termin für die Voruntersuchung abzusprechen. Dort ja, wurde man 4 bis 6 Stunden wirklich komplett durchgecheckt. Und da hat sich dann auch entschieden, welche Spendermethode bei mir in Frage kam. Nach der Spende bin ich nach Hause gefahren und am gleichen Tag habe ich es nicht erfahren, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und am nächsten Tag hat die DKMS sich auch direkt wieder gemeldet und hat gefragt, ob ich es wissen möchte, an wen die Spende gegangen ist. Und habe dann das Land erfahren, das war Südafrika. Im weiteren Verlauf hatten wir dann anonymen Briefkontakt und da habe ich dann erfahren, dass er Familienvater von einer Tochter ist. Und die Tochter war so alt wie mein Sohn damals. Und ja, das hat natürlich noch mehr Emotionen gebracht und man hat natürlich daran zurückgedacht, so, wie es wäre, wenn man jetzt selber erkrankt wäre und seine Frau und das Kind alleine zurücklässt und was das für die bedeuten würde. Als ich leider erfahren habe, dass der Patient verstorben ist, ja, war es ein sehr bewegender Moment. Ich war sehr traurig und habe zu Hause auch geweint, muss ich gestehen. Ja, weil es einem sehr nahe gegangen ist. Wir hatten einen Briefkontakt und da war auch noch mal so das Bewusstsein zu wissen, wenn in meiner Situation ich jetzt gestorben wäre, die Frau und die Kinder zurückzulassen in dem jungen Alter, ja, das war dadurch, dass es auch sehr identisch war, also ja, noch mal deutlich emotionaler. Bei der Registrierung war mir bewusst, dass wenn ich als Spender in Frage komme, dass nicht zu 100% die Rettung des Patienten sein kann. Aber ich muss gestehen, dass ich das schon immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt habe, weil ich immer gehofft habe, dass das ja, dann zu 100% klappt. Gerade das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, jede Sekunde zu nutzen im Leben und vielleicht einfach mehr Dinge zu machen, über die man früher mehr nachgedacht hat, das zu nutzen, was man hat und einfach auch glücklich zu sein, dass man gesund ist. Das war meine Story. Für weitere coole Stories klickt einfach hier und um euch bei der DKMS zu registrieren, hier.